Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. Wir haben beim letzten Mal angefangen zu spielen und wir machen jetzt direkt weiter. Hier um die Ecke ist ein Sprintrennen, das machen wir auch direkt mal. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas genau zu den Spiel- oder zu den Rennmodi sagen soll, weil eigentlich sind die ganzen Rennmodi bekannt. Das war kein guter Start. Aber was soll's. Also ich kann ja noch mal ganz kurz auf die ganzen Sachen eingehen, auf die ganzen Spielmodi, auf die ganzen Rennmodi meine ich, meine Güte. Wie die funktionieren, worin die sich unterscheiden und sonst wie. Zunächst allerdings, bevor ich es wieder vergesse, ich habe den Sound jetzt noch mal ein bisschen nachreguliert, sodass die Stimmen, die Ingame-Stimmen noch mal ein Ticken lauter sind. Im Vergleich zur Musik, zu mir und so weiter. Falls das Ganze noch nicht passen sollte oder jetzt die Musik zu leise ist oder wie auch immer, werde ich nochmal alles nachjubilieren in der nächsten Folge. Alles kein Problem, muss ich halt ein bisschen versuchen, wie es dann im Endeffekt wird. So, da links hatten wir jetzt auch noch eine Abkürzung, hätten wir nehmen können, aber hab ich wohl versäumt. Gut, jetzt zu den Rennmodi. Wir haben bisher 5 Rennmodi offen. Es gibt noch einen anderen Rennmodi, der ist im Prinzip, naja, nicht wirklich Neues, sondern eher eine Art Turnier, aber dazu kommen wir später. Rundkurs, ganz klassisch. Einfach ein paar Runden fahren. Meistens sind es 2 oder 3 Runden, je nach Länge der Strecke. Sollte eigentlich klar sein. Sprint ist im Prinzip genau das gleiche, nur dass man keine Runden fährt, sondern von A nach B. Und somit keine Rundenanzahl hat, sondern ihr seht oben rechts, beendet jetzt gleich 80%, also 80% von der Strecke zu B, mehr oder weniger, zum Ziel, habe ich erreicht. Und Sprint mag ich ein bisschen lieber als Rundkurs, weil Sprint geht meistens schneller. Und ja, man hat nicht die ganze Zeit immer das Gleiche und es ruckelt. Ab und zu mal. Manchmal jetzt zum Beispiel schlägt es ziemlich schlecht aus und dann gleich geht's wieder. Na was soll's, muss ich nochmal schauen. Ich weiß gar nicht, habe ich noch irgendwas im Hintergrund offen? Ich glaube nicht. Egal. So, wir wollen speichern. Ja. Dann, was haben wir noch? Wir haben noch Drift. Das hatten wir ja auch schon gespielt. Einfach nur ein bisschen driften. Hat er ja auch schon erklärt, der Typ, der uns halt den Rennmodi erklärt hat. Oder den Rennmodus. Wie auch immer. Ein bisschen driften und möglichst nah an den Rand, an den Rand fahren und so weiter. Und jetzt haben wir hier noch einen weiteren Modus, nämlich okay, Drag. Mann, also Street Drag ist eigentlich die Grundlage für das, was wir machen. Weißt du, der Trick ist die richtige Drehzahl. Du kannst die anderen nur stehen lassen, wenn du im richtigen Moment startest und mit Speed in Führung gehst. Aber wenn du zu langsam bist, hast du schon verloren. Nach dem Start kommt das Schalten. Das Geheimnis dabei ist der perfekte Schaltpunkt, weil du nur da die maximale Power hast. Wenn du den Gang zu früh oder zu spät reinwirfst, dann ist das Rennen schon so gut wie gelaufen. Wenn dich ein anderer Typ überholt, bleib cool und fahr in seinen Windschatten. Da kannst du Speed aufbauen und den dann wieder kassieren. Oh Mann, das ist sowas von lässig. Bist du bereit? Okay, dann zeig, was du kannst. Ja, okay. Da haben wir jetzt nochmal ein bisschen was über das Drag gehört, wie wir uns anstellen sollten. Wir haben ja also unsere Viertelmeile. Ja, das war nicht so gut. Und links unser Drehzahlmesser. Heißt das so? Ich glaube schon. Ja, verdammt, ich muss mich erst mal ein bisschen einfriemeln hier. Wie schon gesagt, wir haben jetzt eine Viertelmeile vor uns. Oder, naja, es ist nicht unbedingt immer genau eine Viertelmeile. Da steht dann in der Information, bevor wir das Rennen anfangen, immer wie lang der Drag ist. Ist aber jetzt auch egal. Einfach eine gerade Strecke, mehr oder weniger. Wir bleiben immer auf einer Spur. Wenn ich jetzt nach links drücke einmal, dann wechselt er die Bahn. Und
ja, wir müssen selber perfekt schalten. Müssen, wenn wir Nitro haben, unser Nitro möglichst gut einsetzen. Und ja, sowas eben, ne? Wenn wir schlecht schalten, also entweder nur gut oder ganz, ganz fehlen, dann hat man schon ziemlich verkackt. Dann kann man das Ganze eigentlich nochmal neu starten. Ist leider so. Und ja, Drag sollte eigentlich auch jedem ein Begriff sein. Dann haben wir jetzt noch einen Rennmodus vor uns und allgemein ein Rennen, bis wir dann weitere Anweisungen bekommen. Nämlich das Street X. Das ist im Prinzip auch ein normaler Rundkurs, nur nicht auf den öffentlichen, also ja, doch auf den öffentlichen Straßen, sondern auf Driftstrecken quasi. Also der Raum ist sehr begrenzt da und man hat auch kein Nitro, falls man welches haben sollte in seinem Auto. Ihr seht es, die Strecken sind sehr kurz und eng. Okay, hör mal her. Was du jetzt erlebst, ist der Street Cross. Das ist der heißeste Kick in der Racewelt. Die Strecken hier sind echt krass. Die Kurven sind so eng, dass du verdammt aufpassen musst, wie du sie nimmst. Tu alles, um den anderen Typen beiseite zu schieben und die Innenlinie zu erwischen. Hier sparst du nämlich eine Menge Zeit. Stimm deinen Wagen auf schnelle Sprints und satte Kurvenlage ab. Alles klar? Cool, dann zeig deinen Gegnern, wo der Hammer hängt. Jo, da haben wir auch nochmal ein bisschen was drüber gehört. Hab ich ja gerade eigentlich schon erzählt. Im Prinzip normaler Rundkurs. Und, naja, ist ein bisschen langsamer, möchte ich sagen, als der richtige Rundkurs, eben weil man kein Nitro hat, wenn man welches drin haben sollte, haben wir jetzt ja leider noch nicht. Aber, naja, die ganzen Kurven, also wir haben ja fast alle paar Meter irgendeine neue Kurve oder irgendwas Sonstiges, was uns bremst. Und ich mag Street X nicht unbedingt so, also später wird's etwas schwieriger. Aber ich finde es jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Es ist einfach immer nur ein bisschen nervig, weil man meistens ziemlich lahm ist. Und die Gegner auch. Also, ich weiß nicht. Ein Rennen gab es ziemlich am Anfang. Da habe ich schon ziemlich gefailt. Das war schon ziemlich schwierig. Später, bis auf einige, geht's schon. Mann, du hast ja für fetten Wirbel gesorgt. Eine ganze Reihe Firmen hat Interesse angemeldet. Also qualifizier dich für die Underground Racing League, von der ich dir erzählt habe. Kein Verkehr, keine Straßen, nur dein Talent. Findet alles auf einer abgesperrten Privatstrecke statt. Wenn das geklärt ist, werde ich als Agentin für dich arbeiten. Ich krieg einen Teil von deiner Kohle und dafür weißt du immer, was angesagt ist. So, ja, das kann ich ja mal ganz kurz durchlesen von Rachel. Betreff Beacon Hill. Hey, ich höre gerade auf dem Funk, dass die Straße nach Beacon Hill jetzt frei sein soll. Da gehen bestimmt bald die ersten Rennen ab. Fahr mal hin und fordere dein Glück heraus. Jo, das machen wir nämlich, bald. Und ihr seht, Moment, das mache ich hier mal wieder mit der Maus. Wir haben diesen Teil jetzt auch freigeschaltet. Da können wir jetzt also auch hin, wieder neue Shops suchen, was wir auch gleich machen werden. Und wir haben jede Menge neue Rennen für uns parat. Und was jetzt auch neu ist, wir haben gerade gehört in der Sequenz, jede Menge Leute haben Interesse an unser... Ja, schon gehört? Der Tunnel nach Beacon Hill ist freigegeben. Ist schon solltest gesagt? Du mal vorbeischauen. Bis später. Hast du das nicht gerade geschrieben? Ja, egal. Also, ein paar Firmen, mehr oder weniger, wollen jetzt, dass wir für sie fahren und noch haben wir keine Firma oder kein Ding angenommen. Wenn wir jetzt das nächste Rennen fahren und gewinnen, dann kriegen wir... Ich schau mal jetzt kurz, wie ich fahren muss.
dann können wir so einen Vertrag unterschreiben und jo, haben dann auch schon unseren ersten Sponsor. Was das dann genau heißt, sehen wir dann noch. Ich will jetzt erstmal rüber und noch die Shops erkunden. Wir gucken mal ganz kurz hier. Versteckte Shops gefunden, ganz unten. Beacon Hill, 0 von 4. Also gibt es da 4 Shops, die wir finden könnten. Die wir auch finden sollten. Da ich ja weiß, wo die sind, sollte das kein Problem werden. Und ich glaube, da haben wir auch von jeder Art Shop einen. Oder? Ich glaube schon, nämlich Lackierung, also Tuning, Karosserie und Spezial. Den Spezialshop haben wir hier direkt zur Linken. Hier nämlich einfach rein. Da haben wir direkt den Spezialshop. Nitro-Entlüftung und Kofferraumeinbau. Gehen wir mal rein. Schauen uns das Ganze an. Gut, Nitro-Entlüftung geht noch nicht, weil wir noch kein Nitro drin haben. Aber Hi-Fi-Anlage. Wir können jetzt hier den Kofferraum Einbau ändern. Und uns, wenn wir dann was eingebaut haben, Boxen, Fernseher und sowas reinbauen. Brauchen wir momentan noch nicht. Das bauen wir dann in unsere späteren Karren ein. Natürlich. Gibt auch sehr viele Punkte für die Sternewertung, die wir später brauchen werden. Wozu ich dann auch noch ein bisschen mehr erzählen werde. Aber noch nicht jetzt. Und ja, sieht sehr geil aus, wenn man dann so einen schönen Kofferraum hat. Aber wie gesagt, noch nicht jetzt. Kommt dann später. Das Auftunen geht auch noch nicht wirklich jetzt los. Wenn ich den Wagen tunen sollte, also ich weiß nämlich noch nicht, welchen Wagen ich mir später kaufen sollte, dann werde ich auf jeden Fall nur die Leistung tunen, damit wir auch ein bisschen was drauf haben. Und nicht die Optik, nicht wirklich. Gut, dass sich das gerade anbietet. Hier haben wir ein verstecktes Rennen. Wir sehen auf der Karte an unserem Punkt. Da sehen wir kein Rennen, da sehen wir kein Sprintrennen. Das ist also ein verstecktes Rennen, und wenn ich jetzt drauf gehe, das ist dann auch gleichzeitig ein etwas schwierigeres Rennen. Dann sehen wir Preisgeld. Gibt direkt mal das Dreifache. Deswegen machen wir das direkt. Bester Start, hey, immerhin. Gut, dann wollen wir die mal kurz abziehen. Wir wollen mal kurz den Sieg nach Hause holen. Dann bekommen wir nämlich nochmal ordentlich Geld. Wie gesagt, gibt ein bisschen mehr als sonst. Diese Verstecken, deswegen sollte man die eigentlich auch immer machen. Und dann suchen wir gleich nochmal nach weiteren Shops und machen dann... Weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie lange es dauert. Ich will nämlich eigentlich jetzt auch nicht alle Folgen 30 Minuten lang machen oder so, sondern schon so, naja, 20 Minuten circa. Ist, denke ich mal, ganz angebracht. Muss mal schauen, wie ich das mache. Jo, was kann ich erzählen? Die Schule geht bald wieder los, leider. Das bedeutet, dass wahrscheinlich wieder etwas weniger kommen wird. Ich meine, ich mache gerade sowieso nicht so viel, muss ich ja sagen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde, weil ich bin ja den halben Tag dann weg. Und wie ich dann noch alles aufnehmen und rendern und hochladen soll, vor allen Dingen hochladen, das dauert ja immer so lange. Muss ich mal schauen. Also, wenn es wirklich gar nicht mehr gehen sollte oder so, dann werdet ihr auf jeden Fall davon noch erfahren. Danke. Ich hoffe allerdings und ich denke auch, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen was, also mindestens ein Part pro Tag oder so, werde ich bestimmt irgendwie hinbekommen, also keine Sorge. Muss ich nur mal schauen. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Muss ich schauen, wie es mit dem Zeitplan aussieht. Aber das haben wir gewonnen. In unter 2 Minuten sogar. Haben jetzt nochmal ein bisschen mehr Geld gewonnen und können jetzt einen Sponsor wählen. Wow, ich habe gerade die neuesten Vertragsangebote durchgesehen und eine Menge Sponsoren wollen dich für die Underground Racing League unter Vertrag nehmen. Die besten habe ich dir rausgesucht. Sag mir Bescheid, bei wem du unterschreiben willst. Ja, machen wir. Hier haben wir jetzt einmal die Vertragsbedingungen links. Wir müssen dann also
ein paar Sachen machen und dann ist der Vertrag abgelaufen. Und je nachdem, wie wir uns jetzt entscheiden, hier sehen wir zum Beispiel nämlich, Vertrag endet mit dem Sieg in 9 URL-Rennen. Und hier haben wir zum Beispiel, Fahrer muss 3 URL-Rennen gewinnen. Das unterscheiden sich also schon ein bisschen. Und da müssen wir jetzt mal schauen, was wir denn am besten nehmen. Ich schaue mal ganz gerne auf die geforderten Rennen. Wenn ich jetzt hier also sehe, dreimal Drag oder so, dann denke ich mir auch so, mache ich das denn? Weil Drag kann ich nicht so gut. Und, naja. Also Street Glow sehe ich jetzt schon, ist etwas längerfristiges. Hier sehen wir es. Werbeverpflichtungen. Wagen bauen, der auf 4 Covern erscheint. 4 DVD-Covern. Das ist ziemlich viel. Bei den anderen sehen wir hier. Okay, hier sehen wir 4, hier sehen wir 3 und hier haben wir zweimal Nummer 1. Also ein Cover. Muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe früher mal Toyo genommen. Aber da haben wir dementsprechend noch viel zu tun. Edelbrock geht schnell vorbei. Ich mach das hier. Hatte ich noch nie. Fahrer muss 3 URL-Rennen gewinnen, 3 Rennen nach Sponsorenwahl, 9 nach eigener Wahl, 1 DVD-Cover und wir müssen 3 Drift-Rennen. Also 3. Hier sehen wir es ja. 3 Rennen nach Sponsorenwahl. Da müssen wir dann die 3 Drift-Rennen gewinnen. Machen wir einfach mal, ja. Oh, das habe ich nicht gespeichert. Siehst du die X-Symbole? Ich muss mal ganz kurz hier nochmal umstellen. Okay, doch, steht noch auf Aufforderung. Gut. Erraten, da warten ein paar Sponsorenverpflichtungen auf dich. Du musst diese Rennen fahren, um deinen Vertrag zu erfüllen. Also, zeig ihnen, dass du es wirklich drauf hast. Ich melde mich später wieder. Jo. Wir sehen es jetzt hier. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Diese X'e, das bedeutet jetzt, das sind die Sponsorenrennen, die wir machen müssen. Hier haben wir 3 Stück. Und genau die 3 müssen wir machen. Und jetzt haben wir hier noch das URL-Rennen, das schon beschriebene Turnier. Da sind entweder, also das sind immer Rundkurse. Das sind immer abgesperrte Strecken. Also mit mehr Fahrern, mit keinem Verkehr. Und was noch speziell ist, also zumindest später, am Anfang noch nicht, da gibt es mehrere Rennen hintereinander mit Punkten. Also der erste kriegt 8 Punkte, der zweite 6 oder so weiter. Könnt ihr euch schon denken. So, du hast jetzt Zugriff auf Spoilern und Motorhauben. Jo, schauen wir uns auch mal an. Haben wir jetzt schon ein paar Spoiler, werde ich aber auch noch nicht drauf machen. Besonders bei so einem Wagen ergibt das, also ich finde es nicht schön, wenn so ein Wagen, der so hoch ist, ich finde, da sieht ein Spoiler einfach nicht aus. Deswegen mache ich da auch keinen. Und Motorhauben, da haben wir jetzt die momentan freigeschaltet. Sind jetzt auch noch nicht die hübschesten dabei. Müssen wir aber ja auch noch nicht machen. Genau, Auspuffblende hatten wir ja auch noch freigeschaltet. Hat sie uns ja per SMS gesagt. Hey, in deinem Sponsorenvertrag steht, dass du für Publicity sorgen musst, indem du auf ein DVD-Cover kommst. Aber keine Panik, du hast Glück. Die Produzenten der DVD Bayview's Best suchen gerade einen Wagen für ihr Cover. Damit die Wahl auf dich fällt, musst du mindestens einen Wagen mit einem Stern bauen. Am besten fängst du gleich mit dem Tuning an. Bevor ich's vergesse, wenn du's schaffst, wartet eine nette Belohnung auf dich. Ich rufe dich später wieder an. Da haben wir es jetzt nochmal gehört. Wir müssen ja DVD-Cover zieren, sag ich mal. Und für diese Zierung brauchen wir eine bestimmte Sternewertung, also ein bestimmtes Aussehenslevel, sag ich mal. Der Wagen muss also mindestens so und so gut getuned sein, damit er überhaupt aufs Cover darf. Und dafür ist die Sternewertung gut, damit man sich da ein bisschen orientieren kann. Also bestimmte Autoteile bringen bestimmte Punkte und so weiter. Und da müssen wir dann halt die Punktzahl erfüllen. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin will. Ich muss den roten Shop finden, den Lackierungsshop. Der ist, glaube ich, in dieser Richtung, ja. Ich war gerade irgendwie unschlüssig, wo der doch dennoch genau war. Aber doch, hier dahin sehen wir auch schon das rote Licht. Hier sind wir richtig. So, hier war dann noch so ein Informationszeichen.
die wir allerdings eigentlich nur wegen dem Geld nehmen. Das sind zwar nur 25, aber immerhin. Lackierte Felgen und Tier-Vinyls. Wir können jetzt also Spoiler und so weiter und die Felgen, können wir alles jetzt lackieren. Und Vinyls. Da haben wir jetzt den Rest noch freigeschaltet von Tier. Also Tier, Vinyls, Streifen-Vinyls, Splash-Vinyls, moderne Vinyls und die hatten wir ja schon. So, die haben wir noch nicht. Tier, das sind diese, naja, wie Tier schon heißt, also ist ja Englisch für Riss zum Beispiel. Also hier so mehr oder weniger aufgekratzte Sachen, so eigentlich sieht das aus. Streifen ist klar. Und Splash sind halt so abspritzermäßige Sachen. Moderne sind dann halt so Formen und sowas. Ich werde momentan noch nicht viel drauf klatschen. Wobei, warte mal. Das sah ganz nett aus eigentlich. Da können wir das Ganze natürlich auch noch farblich anpassen. Mal schauen. Ja, machen wir mal einfach. Ich mach das jetzt einfach mal. Mal schauen, wie es aussieht dann im Endeffekt. Sieht das gut aus? Nicht wirklich. Änderung verwerfen, ja. Entfernen. Nee, brauchen wir nicht. Ich habe mich umentschlossen. Brauchen wir nicht. Sah nicht so gut aus. Und deswegen lassen wir es. Lassen wir es. Jetzt fahren wir nochmal kurz zum Leistungs-Tuning-Shop und dann lassen wir es erstmal für heute. Da rechts haben wir nochmal gerade ein hier verstecktes Rundkursrennen gefunden oder gesehen. Mache ich jetzt momentan nicht. Da will ich nicht hin. Da mir das jetzt noch ein bisschen zu lange dauern würde. Ich muss sagen, die halbe Stunde im letzten Part, die war schon ziemlich groß von der Datei her. Also hat gar nicht mal so kurz gedauert wie gedacht. Naja. Hey, alles rund, Baby? Ja, ich habe Action für dich. Konnte den Ort noch nicht genau rausfinden, soll aber irgendwo im Bereich Hotel Plaza sein. Hotel Plaza. Meine Jungs sagen, es ist leicht verdientes Geld. Ich melde mich, wenn ich wieder was höre. Pete. So, sorry, da bin ich wieder. Was soll ich sagen? Hotel Plaza. Habt ihr's gehört? Ach, ich hatte es beim letzten Mal schon angesprochen. Hotel Plaza, lustige Geschichte. Und, ja. Ich habe es früher aufgespielt, mit einem Kumpel, immer abwechselnd und so. Und ja, was lustig war, der hat, also der Typ, der uns immer sagt, ja, da ist was, der hat auch bei jedem zweiten Mal gesagt, ja, da bei Hotel Plaza. Und ich weiß nicht, was der so lustig daran fand, aber ich weiß nicht. Naja, ist auch egal. Standard-Tuning-Upgrades für Leichtbaureifen und Bremsen brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Wir haben den Shop freigeschaltet, wir haben jetzt alle vier in der Stadt, in dem Stadtteil. Hill. Und das soll es ja erstmal jetzt gewesen sein. Wir bleiben mal hier hinter Burger King. Und ich würde sagen, das soll es dann erstmal für diesen Part gewesen sein. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.